Dann habe ich. Das ist der erste Advent 2017. Und ich überlege mir, was ich dazu sagen soll. Vielleicht muss man ja gar nicht so viel sagen dazu. Sicher, man könnte sagen, was ist der Advent, oder wenn ihr ankommen. Das kann man sicher drüber reden. Da kann man jedes Jahr wieder drüber. Da kann man jedes Jahr wieder drüber reden. Wer soll ankommen? Sicher im noch nächsten Sinne die Ankunft vom Erlöser. Von dem, der alles für uns richtet, der alles für uns erledigt. Und dies möglichst diese Gerechtigkeit anerkennt, uns wertschätzt. Aber man kann auch selber ankommen. Wenn denn wir ankommen im Advent? Es ist meistens nicht unbedingt so eine Zeit, wo man wirklich ankommt. Man muss vielleicht noch Geschenke posten. Man muss nicht überlegen, nicht mehr diesem Onkel, jener Tante. Auch noch etwas schickt. Ja, es ist da noch viel. Viel zu tun, viel zu erledigen. Und das nächste Jahr will ja auch schon geplant sein. Mir geht es auch nicht viel besser. Zwei Tage vor Weihnachten oder vor dem Heiligabend. Zumindest. Drei Tage vorher, ja. Und ich in der Schule noch die Prüfung. Das ist die dritte von drei diesem Monat. Je nachdem, wie man rechnet, auch die vierte. Ja. Es läuft noch, es läuft rund. Das Leben bleibt nicht stehen. Und dann ist schon das Gefühl, will man dann ankommen? Kann man dann ankommen? Und wenn ist man ankommen? Wenn es doch sowieso gerade weiterläuft am nächsten Tag. Aber die Flamme da ist nicht ruhig. Die kommt erst an, wenn der Brennstoff verbraucht ist.
wenn alles umgesetzt ist in Gas und ein bisschen Ruhe, alles weg ist. Aber so ein Feuer hat auch keine andere Möglichkeit. Es ist letztlich nur eine chemische Reaktion, die so lange läuft. Wie es halt eben läuft. Wo sich selber nicht stoppen kann und auch nicht starten kann. Sind wir auch so? Sind wir auch wie eine Reaktion? Immer nur reagieren. Reagieren auf das von links, reagieren auf das von rechts. Reagieren auf Ansprüche. Reagiert auf Anforderungen. Immer reagieren. Von der Ruhe treiben. Und mir sagt, dass ich eigentlich schon lange müsste im Bett sein müsste, weil ich morgen vor der 6 wieder aufstehen muss. Sicher. Alles am Menschenleben ist temporär und vorübergehend. Es gibt nicht eigentlich etwas, wo bleibt. Und schon gar nicht für die Ewigkeit. Und doch haben wir viel mehr Zustände als die Flamme. Und wir sollen die auch haben. Aber wir haben ganz, ganz viele aktive Zustände. Nur ganz selten. Nicht aktiver Zustand. Vielleicht das jetzt schon der Milchwagen gewesen. Wir wollen gemolken sein, weil ich muss transportiert sein. Am Sonntagsnacht am 11. Läuft schon wieder etwas.
unsere Ruhe, die Ruhe vom Mensch. Ist sicher etwas anderes als die Ruhe vom Tod. Es ist nicht eine Nichtaktivität. In dem Sinn. Doch ist es ein ganz, ganz grosser Unterschied. Dem, was wir als aktiv bezeichnet. Und die Ruhe hat auch einen kleinen Nachplatz. Die Ruhe braucht kein Sportgerät, kein Sportkleider. Aber doch. Irgendwie eine Umgebung. Ja, probieren wir anzukommen. Advenire. Ankommen. Nicht im Geschäftigen warten. Auf irgendeinen Gott. Der Erlöser. Der dann für uns aktiviert. Was wir ja doch die meisten, sind wir ehrlich, nicht wirklich erwartet. Niemand rechnet ernsthaft damit, dass in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember Jesus zurückkommt und uns rettet. Es steht ja sogar in der Bibel, dass das eher nicht zu erwarten ist. Aber wenn wir selber vielleicht ankommen, für einen Moment, das ist klar. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn wir mal ankommen, vielleicht auch einfach dort, wo wir jetzt gerade sind, das ist auch eine Form von Advent. Das kann man natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Zeit im Jahr machen. Es ist ja nur eine Erinnerung daran, dass es das auch noch gibt. Und mit dem wünsche ich euch eine gute Nacht und einen Advent, in dem ihr auch mal ankommen könnt.